Vivi, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut hat dir dieses Spiel heute gefallen? Hat Spaß gemacht, würde ich sagen. Ne? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also hat einfach unfassbar Spaß gemacht mit dem Team. Ich glaube, das war einfach ein kompletter Mannschaftssieg und es hat unfassbar Spaß gemacht. Und man hat dir die Spielfreude auf dem Platz wirklich angemerkt. Ich glaube, du warst von der ersten Sekunde an richtig gut in der Partie und hast dich, glaube ich, auch richtig gut gefühlt, oder? Ja, ich habe mich schon gut gefühlt. Bin fit und natürlich die Pässe kamen dann auch super von den Mitspielerinnen an und dann hat es einfach geklappt. Charmant und zurückhaltend wie eh und eh. Ich glaube aber, dieses 5:0, das liest sich sehr, sehr gut hier heute und es ist ein souveräner Abend hier heute, den ihr sehr gut von der ersten Minute an gestaltet habt. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es war auch sehr, sehr wichtig, dass wir mit vielen Toren gewinnen, zu Null spielen. Jetzt können alle mit einem sehr, sehr guten Gefühl in die Länderspielpause gehen und ja, dann geht es so hoffentlich in der Liga auch weiter. Du warst gerade noch lange in der Fankurve, musstest du viele Autogramme und Fotos machen? Nee, ein paar Freunde von mir waren noch da und dann habe ich mit denen einfach ein bisschen gequatscht. Kathi, Glückwunsch zu einem sehr souveränen Weiterkommen im DFB-Pokal. Wie hast du dich im Spiel gefühlt? Ja, sehr gut. Also es hat heute viel Spaß gemacht, weil wir ja wirklich guten Fußball gezeigt haben, viele Tore geschossen haben, zu Null gespielt haben und ich glaube, ja, wir freuen uns heute sehr über den Sieg und über den Einzug in die nächste Runde. Die Tore waren sehr schön herausgespielt und vor allem ist uns aufgefallen, die zweiten Bälle, die habt ihr also so schnell wieder gewonnen. Das war, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg hier heute. Ja, genau. Also wir waren sehr giftig. Wir haben aber auch immer wieder gesagt, wir müssen die zweiten Bälle spätestens gewinnen. Wir dürfen ja, Bremen einfach keinen Platz lassen, sie ihnen keine Luft zum Atmen geben. Und ja, das hat man, denke ich, heute gesehen. Und von daher würde ich auch sagen, in der Höhe so verdient gewonnen. Jetzt ist es tatsächlich so, der VfL ist seit über 10 Jahren im DFB-Pokal ungeschlagen. Wie weit geht das noch? Ja, hoffentlich noch weiter. Aber ja, wir schauen von Spiel zu Spiel, wie man immer so schön sagt. Und heute freuen wir uns über den Sieg, aber wir wissen auch, dass wir weiterarbeiten müssen und ja, dann auch im nächsten Spiel wieder Vollgas geben müssen und gewinnen müssen. Chantal, Glückwunsch zu einem klasse 5:0 hier heute. Ich glaube, deine Augen strahlen, du bist sehr gut drauf. Ja, auf jeden Fall. Mega cooles Gefühl hier mit den Fans auch zu Hause und so ein hoher Sieg tut uns natürlich auch nochmal extrem gut. Gerade die zweiten Bälle, ich glaube, das war heute der Schlüssel zum Erfolg. Die haben wir extrem schnell wiedergeholt und du im Zentrum auch ganz, ganz klar sehr, sehr gut in den Zweikämpfen drin gewesen. Wie hast du dich so über die 90 Minuten gefühlt? Ja, wir haben uns alle gut gefühlt. Wir waren extrem griffig, eben auf die zweiten Bälle, auch vorne schon die Bälle erobert und dann ist natürlich der Weg auch nicht mehr so weit zum Tor. 5 Tore in der Höhe auch verdient hier heute? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten noch mehr Chancen tatsächlich auch, haben hinten nicht zugelassen, bei dem her total verdient. Tommy, Glückwunsch. 5:0 hier heute gegen Werder Bremen. Ich glaube, gerade mit der ersten Halbzeit könntest du sehr, sehr zufrieden sein. Stimmst du mir dazu? Absolut. Im Rahmen der zweiten Halbzeit, klar, auch durch viele Wechsel, die dann auf beiden Seiten stattfinden, hin und wieder so ein bisschen Zugriff verloren, aber gleichzeitig auch enorm große Chancen noch gehabt. Von daher hätte das Ergebnis auch durchaus noch einen Ticken höher ausfallen können. Insgesamt ein richtig gutes Spiel von unserer Seite. Gerade offensiv auch sehr, sehr viele schöne Steckbälle. Und ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg war auch, dass man die zweiten Bälle immer sehr, sehr schnell zurückgewonnen hat. Hat dich das auch so zufrieden gemacht? Ja, wir waren extrem griffig. Bremen hat sich durchaus einen Ticken angepasst bezüglich normalen Ligaspielen. Nicht mit der gewöhnten Fünferkette, haben umgestellt auf die Viererkette. Von daher großen Respekt, wie schnell die Mädels das auch durch hatten, wir da schnell Grip drauf hatten und die richtigen Entscheidungen gefällt haben. Von daher wirklich, ja, wie gesagt, ein tolles Spiel. Wenn man heute vielleicht eine Spielerin ein bisschen herausheben darf, ist das Vivien Endemann, die ein wirklich überragendes Spiel unserer Meinung nach gemacht hat. Die hat auch wirklich noch in der 80. Minute die 30, 40 Meter Sprints zurückgemacht. Ein Satz zu Vivi. Hat der Rest das nicht gemacht? Doch, auf jeden Fall, die komplette Mannschaft. Aber Vivi ist besonders aufgefallen. Okay. Nein, im Schließen und im die Wege nach hinten machen, hoffe ich, dass alle das in der Art und Weise auch machen. Aber klar, Vivi hat einen tollen Zug auch nach vorne, hat da wirklich ja, immer wieder Lücken gerissen und auch Torchancen kreiert. Von daher, ja, wie wir uns das von ihr erhoffen. Und ja, eine tolle Entwicklung nimmt sie bei uns. Wie stolz bist du drauf auf den Fakt, auf diese Historie, die du jetzt auch ein Stück weit mitbringst, dass der VfL seit über 10 Jahren im DFB-Pokal ungeschlagen ist? Wir haben das gestern in der Besprechung kurz erwähnt, dass Kinder, die 9 oder 10 Jahre alt sind, keinen anderen DFB-Pokalsieger kennen als den VfL Wolfsburg. Es ist was Besonderes. Ich glaube, dass die Marke nie wieder gebrochen wird, aber wir wollen sie auch weiter ausbauen.